Mensch, Lars, du, ich bin ja mal gespannt, ob deine Markierung an der Hütte noch dran ist. Das letzte Mal war sie noch, was mit Holger unten war. Ach so, ja. Ja, weil dann könnte man ja schon einiges hier von den ganzen Rohren und Zeugs da einlagern und ja, wenn mal Zeit ist, anfangen was aufzubauen, oder? Ja, genau. Jetzt mal noch das Zeug hin, was wir hinten drin haben. Oh, mit wem quatschen die Iris schon wieder draußen vorm Laden hier? Soll sich hinter den Ladentisch scheren. Mann, Mann, Mann. Holger und Jens und Tobi, hört ihr mich? Ja. Wollt bloß sagen, wir machen jetzt mal ein bisschen Funkstille kurz, ne? Ihr wisst schon. Ja, ja. Boah, Mann, mir kommt da das Bier schon wieder hoch hier. Fahr doch mal ein bisschen sachte. Ja, ich kann doch nicht für die Wege. Boah. Wie die Karo-Schachtel schon hin und her rutscht hier. Das ist halt sie fest. Ich schmeiße raus. Das letzte Kraut ist das irgendwo. Denkt wie Hölle. Das letzte Mal hat sich ohne gestört. Ja, da hatte ich nichts, ich weiß. Oh, hörst du das hier? Die sind auch schon wieder im Wald, die Forsttypen. Dass du dir den Weg so merken kannst, ich würd's nie wieder finden hier. Irgendwas mit drei Büschen hast du mal gesagt dann. Ja, offizielle Wege gibt's halt hier nicht. Das ist schon richtig. Müssten wir aber doch bald da sein, oder? Ich hab keine Ahnung. Oh. Ja, stell die Karre mal schön in Fluchtposition hier, falls irgendwas ist. Man weiß ja nie. Ist mir schlecht. Ach, da sind wir ja schon. Na, warte mal mit Ausladen. Wollen wir nicht erst mal gucken gehen? Ja, können wir machen. Sicher ist sicher. Und? Da irgendwas an der Tür gemacht, ne? Es ist nicht mehr da. Hier war jemand. Scheiße. Und nun? Na, lass uns mal so ein bisschen rumgucken. Vielleicht findet man ja noch irgendeinen Anhaltspunkt. Ist aber auch kein Gras niedergelatscht, oder was? Lars, komm mal her. Guck mal, hier unten. Hier unten. Da steht da irgendein Motorrad oder ein Moped. Ja, aber versteckt. Du, guck mal, und das ist ein braunes Moped. Okay.
Zähl mal eins und eins zusammen. Da war doch was letztens. Aber was er erzählt hat, mit dem braunen Moped, was verfolgt wurde? Ja, freilich. Das war genau dieselbe Simme. Und auch derselbe Helm. Dachte ich nämlich auch noch, wer lackiert denn den Helm genauso in diesem Kackbraun wie dieses Moped? Okay. Ja, und du? Ja, gute Frage. Warte mal. Ich denke, wir sollten mal uns abends irgendwie auf Lauer legen. Du, um rauszufinden, wer das ist. Fass mal den Zylinder an, der ist noch leicht warm. Also da ist irgendwann derjenige gefahren, noch vor nicht allzu langer Zeit. Stimmt. Schande. Was, da können wir doch jetzt nie hier das Zeug einlagern. Da ist doch was faul hier. Nee, dann nehmen wir das lieber wieder mit. Und kommen mal abends her, aber mit allen. Müssen mal gucken, was da... Wer das ist. Hier liegt noch ein Stück Angelsehne rum am Wasser. Ach ja, so Reifenspuren vom Moped. Er scheint hier rüber irgendwie zu kommen immer. Ja, hier ist recht flach, ne? Mhm. Oh Mann. Ja, du hast bestimmt recht. Da müssen wir abends mit allen und müssen wir aber zu Fuß hergehen. Ohne Lampe. Nicht, dass der uns sieht oder hört, derjenige. Mist. Ja gut, dann lass uns vielleicht zurückfahren, dann müssen wir den Jungs das erzählen, aber das machen wir nicht am Funk. Nee. Scheiße. Jens, hörst du mich? Ja. Ich fahre jetzt hier drüben immer die Seitenwege so hin und her. Na klar. Wie war denn das, Lars? Wollte nicht Holger nochmal auf Tour gehen heute irgendwie? Ja, da wollte er irgendwie zum Kalkwerk. Hoffentlich geht das alles glatt. Ja, versuchen doch mal zu erreichen, dass es meldet. Das wäre eine gute Idee. Holger, kannst du mich hören? Hallo, Holger? Nee. Ist er vielleicht schon los? Das kann sein. Das Moped, weil ich gerade wieder die Kettensäge höre, das wird doch keinem von den Forstleuten gehören, oder? Wer stellt denn das dann unten so versteckt hin? Eben. Selbst wenn die jetzt, sag ich mal, dort Pause machen würden oder sonst irgendwas, würden sie es doch nie verstecken. Richtig. Ja, das Blöde war halt, als sie das, die mit den schwarzen Autos hier das Moped verfolgt haben, wir haben ja nicht erkannt, wer unter dem Helm steckte. Es hat irgendeiner was geschrien auf dem Moped, aber ja, das hörst du ja nicht. Ich saß auf dem Schwattmeer und hab dort geschwattet. Das ging nur alles so schnell. Aber hattet ihr nicht gesagt, ihr habt das Moped versteckt gehabt? Ich glaube, Tobi und Jens hatten das irgendwie. Oder war Holger mit dabei? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich war da mit Holger unterwegs. Ach ja, stimmt. Ihr wart ja, dann kann es ja nur Jens und Tobi. Müssen wir dann mal fragen. Keine Ahnung. Weil wenn, muss uns derjenige ja auch beobachtet haben, wo das versteckt wurde, sonst hätte er es ja nie wiedergefunden. Oder sie haben es halt schlecht versteckt. Denke ich eigentlich nicht.
Aber auf jeden Fall haben die beiden das nicht bis da runtergefahren. Das hätten die in der Zeit gar nicht geschafft. Oh, was ist das hier? Guck. Schwarzer Lader. Dringlich von der Straße. Komm, den kriegen wir. Den kriegen wir los jetzt. Warte. Ah, jetzt gibt der auch Gas hier. Ach, naja, komm. Den kriegen wir. Boah. Was ich jetzt erkennen konnte, der da drinnen sitzt, der hatte keine Haare, also Glatze oder ganz dünn. Oh, los jetzt! Oh. Verdammt! Nein. Schande, oh Gott! Alles gut? Hast du wehgetan? Nee, es geht. Wo ist denn der? Wo ist der hin, die Sau? Und der Arsch ist weg. Ja, geil. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt steckt der B-1000 hier am Fluss. Oh, Mann. Vergiss es, den kriegst du nicht raus. Schande. Warte, ich gehe rüber. Schieben geht nicht, wenn ich in der Brühe stehe. Ich kann es versuchen, warte mal. So, hau ruck. Oh nee, das wird nix. Oder? Oh, jetzt. Oh. Hey, anhalten bis oben. Gib Gas, komm. Hey, warte mal, bleib mal kurz stehen. Wollen wir hinten die Tür aufmachen, dass das Wasser raus kann hier. Oh. Schande. Ja, die trachten uns echt nach dem Leben hier. Ich denke, da ist jetzt Kernschrott. Zumindest noch bis Hofer. Das ganze Dach ist ja hinüber. Der dem Überschlag. Der ist komplett im Eimer. Weißt du, dass wir aber froh sein können, dass wir nicht die Rohre da ins Genick gekriegt haben, da jetzt uns noch aufspießen können hier. Das gute Zeug. Na komm, wir versuchen, ob wir bis hochkommen. Ja. Oh. Ich weiß gar nicht, sitze ich drin oder? Ja, doch. Ja, Geht's dir wirklich gut? Es geht. Ja, ich bin heftig. Ja. Oh, nee. Die wollen uns umbringen, habe ich den Eindruck. Aber warum? Tja, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich einen von denen in die Finger kriege, ich mache Kleinholz aus dem. Ich hatte ja schon mal einen fast, aber da ist mir auch wieder aus den Fingern gerutscht. Hatte der blaues Ohr? Na gut, das konnte man nicht sehen, oder? Ich habe nur gesehen, an der Kopfstütze, dass der ja wahrscheinlich Glatze oder ganz, ganz wenig Haare hat. Pass auf, guck immer schön in den Spiegel hier, nicht, dass der noch irgendwo lauert. Ich habe kein gutes Gefühl. Ja, super. Und nu? Jens, hörst du mich? Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier ist gerade an den Feldweg Richtung und Richtung der BGA runter, ist glaube gerade ein Schwarzer vorbeigefahren. Oh, hör auf. Wird nichts mehr. Der hat Wasser gezogen, irgendwo jetzt der Motor. Ja, ne, dann lassen wir ihn hier stehen. Aber hier haben wir doch schon die BGA. Tja, haben wir dort was zum Fahren? Müssen wir mal gucken gehen. Oh. Sind die Jungs nicht hier in der Nähe? Ja, die müssten hier auf dem Feld sein, hier vorn. Dann lassen wir es mal hingehen. Aber wir müssen den so schnell wie möglich dort weg mit dem Zeug da hinten drin. Ja, eben.
Also ich weiß, dass wir hier in der BGA mal den K700 stehen ein, aber noch ein Fahrzeug war nie, außer noch der alte Radlader da. Ah, wo sind denn die? Die müssten eigentlich hier auf dem Feld sein. Unter B1000. Was? Nee. Der ging doch gar nicht an. Scheiße, jetzt haben die unseren B1000. Oh Gott. Und nu? Ja, wenn die unseren B1000 haben, dann holen wir uns den B1000 von denen. Sollen sie doch die Schrottkarre kriegen. Und das Zeug, was hinten drin ist, das holen wir uns auch schon wieder. Das kann doch nicht sein. Wenn es derselbe Typ war wie vorhin, müsste der schwarze Lader irgendwo rumstehen hier. Oh, stimmt, dann lass uns mal gucken gehen. Ist das hier Lars und Holger? Nee, Lars und Hä? Ja, Jens, ich hab das auch gesehen. Hä? Das ist doch unser B1000. Warum fahren sie jetzt Richtung Eisdiele? Oh, da war doch nur einer drin. Was ist denn? Sag mal. Mist. Hat er den Lader nie irgendwo hingestellt? Er muss doch irgendwo hier stehen. Oder sind die zu zweit gekommen und einer ist rausgesprungen und hat den B1000 geschnappt? Schande. Ja, wird scheinbar so sein. Na toll. Und nu? Wir müssen jetzt erstmal zu den Jungs. Ja, sehe ich auch so. Ich habe mir mächtig an der Hüfte wehgetan hier über den Betonzaun, da komme ich nie drüber. Die Begrenzung. Muss man am Feld lang laufen. Nee. B1000 weg und unsere ganzen guten Rohstoffe. Gott sei Dank war es nicht alles. Wir haben ja noch ein bisschen was. Ja. Wir wollten erstmal bloß vorgucken. So, wo sind sie denn jetzt? Ach, ganz da oben sehe ich einen. Ah ja. Die sehen uns auch nie winken hier. Das schaffen die. Das schaffen wir nie. Boah. Und das noch bei der Hitze hier zum Mittag. Mann. Jens? Ja? Hier läuft René und Lars, die laufen hier auf dem Feld rum. Hä, wo sind denn die? Hier unten, wo ich gerade bin, hier unten an der Ecke. Na, ich zieh die Bahn runter, ich komme. Seid ihr nicht mit B1000 unterwegs? Ach, hör auf, Katastrophe! Uns hat einer mit dem schwarzen Lader abgedrängt. Wir sind vor der Brücke unten, hat er uns in den Fluss reingeschoben. Dreimal überschlagen, der B1000 komplett im Arsch. Ach du ja. Scheiße. Und dann wollten wir hier gucken. Quatsch. Da ist er stehen geblieben, weil er Wasser gezogen hat. So, und dann sind wir ausgestiegen, wollten eigentlich zu euch hier rüber. Auf einmal schreit Lars, der B1000. Da hat einer von denen wahrscheinlich unseren B1000 geklaut. Und das wieder angesprungen anscheinend. Okay, das erklärt dann alles, weil wir haben plötzlich vorbeifahren sehen. Ich dachte, wir dachten, ihr saß drinnen, weil wir es richtig gesehen hatten. Wie sieht denn ihr aus? Ja, so wie, ja. Wir uns fühlen wahrscheinlich. Mhm. Ist irgendwas passiert? Oder geht ihr spazieren? Ja, du bist ein Spaßvogel. Nee, uns hat so eine schwarze Karre unten vorm Obstbauer vor der Brücke abgedrängt. Wir haben uns dreimal überschlagen und sind im Fluss stecken geblieben. Schon wieder? Ja, freilich. Ja, wollt ihr nicht erstmal einen Verbandskasten haben? Eine Flasche Bier wäre mir lieber, ehrlich gesagt. Ja, hier, guck mal. Da wär ich aber wohl dabei. Deine Hosen zerfetzt, blaue Flecke, sieht aus wie ein paar Preisboxer. Tja, bloß das wäre doch schon wieder so einer. Das ist doch die Karre, die gerade auch bei ihr an der BGR lang gefahren ist.
Ja, ist hier unten Richtung runter, ob der Richtung BGR ist der runtergefahren. Dreimal überschlagen habt ihr euch. Ja. Ach du Scheiße. Zum Glück wieder auf dem Räder zu stehen gekommen. Ja, da habe ich ein bisschen geschoben, aber er schiebt mal in dem Matsch da unten drin. Aber irgendwie hat es Lars geschafft rauszukommen. Ja, jetzt ist der B1000 weg und ein Teil von unserem ganzen Equipment ist weg. Und zu allem Überfluss haben wir noch eine schlechte Nachricht. An der Hütte unten war Lars seine Markierung weg. Und wir haben ein Moped gefunden. Und wisst ihr, was das für eine Farbe hatte? Braun. Braun? Das ist doch der, wie das Moped... Wie das Moped... Dass wir hinter einer Mühle versteckt haben, im Waldschiff. Das haben wir doch hinter der Mühle in den Wald reingeschoben, das Ding. Genau. Hinter der Mühle, mitten im Wald, in Gebüsch drinne. Ich bin mir 100% sicher, dass es dasselbe Moped ist, weil da hing auch der Helm auf dem Spiegel, wo wir auch noch gesagt haben, wer macht sich denn seinen Helm in demselben Kackbraun wie das Moped? Und der Motor war noch lauwarm. In der Verfolgung, sagt das Ding. Ja. Was ist denn mal hier los, sag mal? Bier. Bier. Bier ist gut, ja. Genau. Bier. Lass. Ja, danke. Habt ihr unseren B1000 vorbeifahren sehen? Weil danke. Da ist er hier hoch zu gefahren. Ja, der ist Richtung Eisdiele ist da lang gefahren. Ich dachte, ihr seid das. Ich wollte schon hinkommen. Und wo ich dann auf dem Weg war, ist er abgehauen. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann, war da nur einer drin? Aber so weit, denke ich, ist da nie gekommen. Ich wollte sagen, wenn ihr sagt, ihr habt euch mit denen noch mehrmals überschlagen, dann kann er da unbedingt mal so, noch so weit fahren. Wie gesagt, er ist ihm ja ausgegangen. Kurz vor der BGA sagt der Lars, jetzt Motor aus. So, da hat er irgendwo einen Schluck Wasser gezogen. Ja gut, heile sah das Ding nicht aus, das steht fest. Aber ich war ja auch nicht so nah dran. Aber dass der wieder angesprungen ist, das macht mir Sorgen. Also, Zufall vielleicht. Auf jeden Fall hat das Ding eine ordentliche Nebelwolke gezogen. So, wisst ihr was? Ist Holger jetzt auf Tour gegangen wieder? Ich habe noch nichts wieder gehört von ihm. Ich auch noch nicht, also... Ich habe ihn versucht anzufunken, war nix. Vielleicht sollten wir es jetzt nochmal probieren. Ja. Ob er irgendwie erreichbar ist. Macht ihr das mal, Tobi oder Jens? Also mir schlottern die Knie. Also mir reicht's schon wieder für heute. Manometer. Funkt den mal einer an, vielleicht. Machst ja. Du hast das, noch das modernere Funkgerät bei dir drin. Holger? Holger? Holger, kannst du mich hören? Also und? Entweder ist er nicht am Funk, oder er hört's nicht, oder er kann nicht. Keine Reaktion. Ich hoffe mal das Beste, dass er auf Tour ist. Ich hab so ein ganz übles Gefühl. Tobi, hör auf jetzt. Ja, wenn die euch schon wieder von der Straße runterreißen quasi. Naja, pass auf. Die Geschichte ging ein kleines bisschen anders los. Wir sind auf dem Rückweg gewesen und auf Höhe von Iris im Konsum sag ich zu Lars, guck mal, da vorne ist ein schwarzer Lader. Und er hat gesagt, los, den schnappen wir uns hinterher und Verfolgungsjagd. Ja, und er hat uns irgendwie abgehängt und geschafft, hinter uns zu setzen. Und dann hat er uns halt in den Bach da reingeschubst. Mann. Jetzt ist keiner mehr zu sehen. Jetzt siehst du hier niemanden langfahren. Also wenn, ich hab schon Lars gesagt, wenn ich einen in die Finger krieg, ich mach Kleinholz aus dem. Egal, ob er was gemacht hat oder nicht. Scheißegal. Ach so, und ich hab noch gesehen, dass der wenig Haare oder Glatze hatte. Das konnte ich noch sehen. Der Fahrer. Ja, das war zu weit weg, das konnte ich nicht sehen. Also ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal was Fahrbares her, dass wir euch zum Hof kriegen, dass ihr da nicht hinlaufen braucht. Aber am besten die Mopeds, zwei Mopeds, sind mal besser dran. Genau.
Ja, vielleicht, dass ihr mit dem Moped daherkommt und wir uns hinten drauf hocken. Naja. Na gut. Dann grummeln wir hier später weiter. Genau. Ja. Dann fahre ich hol die meine MZ her und dann nehme ich einen von euch schon mal mit. Wartet ihr hier? Ich bin gleich wieder da. Ja, oder wir laufen zur Mühle hoch, oder? Was denkst du? Ja, würde ich sagen. Okay, dann drehen wir uns an der Mühle. Okay, okay, alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Boah. Übrigens, Lars, dein Arbeitshemd, das kannst du auch wegschmeißen. Das ist hinten komplett zerrissen. Ja, es gibt Schlimmeres. Ja, sicher. Aber was mir mehr Gedanken macht, ist, er scheint ja dort gewartet zu haben. Ja, eben. Woher wusste der denn, dass wir dort langfahren? Genau. Jetzt, wo du es sagst. Ich hatte schon mal zu Holger was geäußert. Mhm. Und zwar Maulwurf. Und wer soll das sein? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist mir immer wieder taucht das halt bei mir im Kopf auf. Ja gut. Bloß, wie gesagt, sollte es wirklich einer von uns sein? Die haben ja jeden Möglichen schon von uns abgedrängt und versucht, da um die Ecke zu bringen. Sag ich jetzt einfach mal so. Das ist für mich sind das halbe Mordanschläge. Ja, richtig, aber machst du das nicht mit einem Maulwurf hoch, damit es nicht auffällt? Ja, gut, hast du vielleicht auch wieder recht. Ja, komm, wir laufen mal langsam zur Mühle hoch. Oh. Weil die Hütte hat außer uns fünf und demjenigen, der dort unten rumgeistert, ja noch keiner entdeckt. Nee, ist richtig. So, und nur wir wussten, dass wir dort runterfahren. Eben. Und ich habe ja auch noch vorhin dann zu den anderen gesagt, hier, wir halten Funkstille. So, gucken wir mal, dass man noch überfahren wird. Lass uns hier ein bisschen von der Bildfläche verschwinden. Ich weiß es auch nicht. Das ist genauso, aber wenn du das jetzt mal. Ich lass uns mal die Gedanken spinnen. Ich meine, ich kenne nur Jens. Du kennst die anderen wen. Mhm. Jetzt müssen wir uns überlegen. War Holger wirklich entführt? War das bloß ein Komplott? Es ist halt zurzeit alles Fragen über Fragen, die wir nicht beantworten können. Warum wissen die Leute, was wir tun und wo wir es tun? Das ist richtig. So. Naja, da müssen wir noch mal ganz in Ruhe nachdenken. Die Jungs sind da. Ja. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zur LBG. Dort müssen wir uns beruhigen. Vielleicht haben wir ja Glück und Holger ist auch zurück, weil Jens... Ja? Du hast doch ein Foto gemacht mit der Kamera, die du da in der schwarzen Karre gefunden hast letztens. Ja, muss im Büro liegen. Ja, das habe ich mir schon eingesteckt. Hat er den Film hier in die Drogerie gebracht zum Entwickeln? Ja. Sieht sehr gut aus, das wollte ich euch dann allen mal zeigen. Ich hab's ja am Mann. Es ist auch zum Glück nicht kaputt gegangen bei der Aktion. Ja, gucken wir gleich mal auf den Hof. Sieht auf jeden Fall spektakulär aus. Uiuiui, fahr langsam, Holger, Jens, bitte, nicht so doll. Ja. Naja, mir dreht's noch ganz schön in der Birne, weißt du, wenn du dich dreimal überschlägst im B1000, hast keinen Sicherheitsgurt da drinne. Hast schon recht. So geht, ne? Ja, so geht.
Ich hatte vorhin auch schon Sorge, der Lars, der hat auch schon irgendwie was Wirres erzählt. Da habe ich schon gedacht, hat sich auch einen Kopf eingehauen. Es vergeht wirklich kein Tag hier, wo irgendwas passiert. Also ich bin schon drauf und dran, mir zu überlegen, mir irgendwo anders einen Job zu suchen hier, auf einer anderen LPG. Die trachten dir nach dem Leben hier, habe ich den Eindruck. Das wird immer schwieriger hier, definitiv. Ja, mal gucken, vielleicht ist Holger ja schon wieder zurück. So, gut. Jungs, ich gehe erst mal in den Kühlschrank hier. Ja, mach das. So, 1, 2, 3, 4, 5, weiß nicht. Mal gucken, vielleicht kommt er ja noch. So. Tobi, bitteschön. Danke. Jens. Danke. So, Lars, dir auch noch eine. Oh, Dankeschön. Dann würde ich erstmal Prost sagen, ne? Ja, Prost. Prost. Aber was ich gerade feststelle, wo habe ich denn mal mein Moped irgendwo fallen lassen? In den ganzen Trinkgelagen. Trinkgelage ist ein gutes Stichwort. Vielleicht unten bei der Kneipe, vielleicht bist du irgendwann mal zu Fuß nach Hause gelaufen? Ja. Das kann möglich sein. Da wirst du mal vor der Kneipe gucken müssen. So, jetzt kommt mal her. Holger ist leider noch nicht da, da müssen wir ihm später zeigen. Kommt mal her, ich habe das Foto hier entwickelt. Also entwickeln lassen in der Drogerie. Guckt euch das mal an, wie schön der Volga da unter dem Anhänger steckt. Exakt perfekt eingepackt. Also auf jeden Fall eine Schrecksekunde, aber der Volga steht gut. Jo. Und ich denke, den kannst du auch ganz schön lange auf der Streckbank hin und her. Ich glaube nicht, dass du den Rahmen wieder gerade gezogen kriegst. Nee. Das glaube ich ja nicht. Na. Na gut, dann würde ich sagen, dann warten wir mal, wenn Holger wieder auftaucht. Bin mal gespannt, was der zu dem Bild sagt. Jetzt trinken wir erstmal unser Bierchen, erholen uns von dem Schreck. Ja, und sagen danke fürs Zuschauen. Hoffen, es hat euch wieder gefallen. Also uns hat es nicht gefallen, mir und Lars, muss ich ganz ehrlich sagen, uns brummt der Schädel. Aber schaut nächste Woche Samstag wieder rein, 19 Uhr geht's weiter hier auf dieser verrückten LBG. Also bis dahin, macht's gut, tschüss. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Spannend war's. War eine runde Sache, im wahrsten Sinne des Wortes. Bis nächsten Samstag, macht's gut. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Ja, der Fuhrpark wird irgendwie immer dünner. Wir müssen mal gucken, dass wir dann irgendwie wieder was Neues kriegen. Die Zufälle häufen sich. Das ist nicht mehr normal. Seid gespannt, wie es weitergeht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, ich sage auch. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Es wird immer spannender. Und ja, seid gespannt, wie es weitergeht. Bis dann.